So, ich habe ja gesagt, ich habe so viele Themen. Mein nächstes Thema ist, es ist leicht zu erraten. Ich gucke mal in diese Richtung hier. Ich hoffe, ich kriege es schön ruf. Die Benzin- und die Dieselpreise. Da würde ich nur sagen. Aber so was mache ich hier nicht, da hier Jugendliche zugucken und kleine Jungs, die Motorrad fahren wollen. Aber Hammer, oder Leute? Ich sage euch, super. Ich weiß, letztes Wochenende war ich bei meinen Eltern zu Besuch. Da hat der Diesel 97,9 gekostet, der Liter. Ich habe gedacht, ich spinne. Ich habe echt gedacht, mich tritt ein Pferd. Mich tritt ein alter Gaul. Ich weiß nicht, was die hier machen. Meine Güte. Auf jeden Fall sehr geil. Ich hoffe ja persönlich, dass das so bleibt. Dass das schön für nächste Saison, am besten ruhig noch weiter runter, so 1,13 oder so. Mal schön voll die Karre hier, kannst du schön fahren ohne Probleme, sehr geil, leider geil. Und vor allem das Schöne ist ja, ne, du bezahlst erstmal weniger, kannst du wieder mehr fahren, du hast wieder mehr Freude am Fahren, wenn du nicht überlegen musst, oh, jetzt kommt der teure Benzin. Weil ich finde, das Problem hat ein Motorradfahrer nicht. Wer Motorrad fährt, der weiß, dass das was kostet, sag dir nicht für Dreck drauf. Ja, und von daher, ich sag ja, wer sagt, der hat kein Geld und fährt Motorrad, naja. Ich habe natürlich das Glück, ich habe mir eine wartungsarme Bike gesucht. Dadurch habe ich nicht so ganz so die Probleme mit Kette und so ein Scheiß. Was demnächst ja bald wieder kommen wird, werde ich dann auch mal so ein paar Technikvideos machen. Wo ich euch dann mal so ein bisschen zeige, Kettenspannen bei mir und Ölwechsel, sowas alles. Weil ich habe gesehen, wenn es die Phaser wird, kannst du halt alleine machen, ne? Ah, geil, Junge, geil! Das ist jetzt der dritte, den ich heute gegrüßt habe, der sogar zurückgrüßte. Weil du hast viele, die einfach gar nicht grüßen oder so, ich weiß jetzt nicht warum. Die denken sich wahrscheinlich, oh je, der hat sich verirrt, die alte Shopper-Mucke. Ne? Ah, naja. Auf jeden Fall wieder eine sehr entspannte Runde gewesen. Ja. Und ihr habt es in meinem letzten Video gehört. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachten und sowas alles. Ah, ist hier grüßt. Geil, aufgenommen. Hier auf Kamera. Schöne Weihnachten. Jetzt meine Frage natürlich wieder. Aber das ist ja, ich hoffe, ihr kriegt es noch vor. Ja, vor Weihnachten kriegt noch raus. Was wünscht ihr euch denn zu Weihnachten? Der Pegger hat die Frage auch schon gefragt. Ja, da habe ich mir gedacht, das ist doch eine geile Frage. Einfacher kannst du es ja nicht haben. Was wünscht ihr euch? Na, ich warte. Ich möchte hier Live-Kommentare haben. Geht zwar nicht, aber ihr wisst ja, was ich meine. Nee, was habt ihr euch so gewünscht? Muss jetzt hier nicht kommen, oh, Motorrad und dit und dit und dit. Ist doch scheiße, ja, was ihr kriegt. Und wenn es nur ein geiler Gameboy ist. Ah, der weiße, ne? Diesen gelb-grünlichen Bildstich, was auch immer das ist, glaube gelb-schwarz sollte der sein. Ach, das waren noch Zeiten. Ich will meinem Kacken immer Tetris gespielt. Da, Saisonfahrer. Ich hoffe, ihr habt jetzt schon eure vierte Träne. Ah ne, ihr habt die anderen drei ja nicht gesehen. Die anderen zwei. Eure Tränen im Auge. Für dieses wunderbare Saisonfahren. Was ihr euch selbst immer einheißt. Heimst? Na, ihr wisst schon, ihr seid selbst schuld. Oh ja, hier. Affen, Alter. Sie sehen, hat da einfach rübergezogen. Ist ja scheiße, ob da ein Motorrad kommt. Kann man ja einfach mal rüberziehen. Beschissenen Düsseldorfer Vollidioten. Alter, ich grüße dich nicht, ich brauch's nicht so zu glotzen. Mann. Stellt euch das vor, der hätte mich weggerammt. Ja, Leute. Hätte ich nicht mehr viel gekriegt für das Moped. Hätte ich sagen können, kann die Farbe noch verkaufen. Für Sammler können sich denn so ein Cubics oder wie die Dinger heißen, Zauberwürfel draus machen. Aber naja, man muss nehmen, was nehmen. Moin!
Ah, der war auch erschrocken, habt ihr gesehen? Oh, hat wahrscheinlich gerade sein Nummernschild umgemeldet von Saison auf Ultimate. Super Special Biker. Aber naja, das muss auch sein. So ein bisschen Spaß am Rande an unsere Saisonfahrer. Aber hey, dafür können die sagen, ich fahre schneller als der Winning Black. Aber dafür kann ich sagen, ich kann das ganze Jahr fahren. Oh, Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, das bleibt so mit den Preisen. Das muss einfach so bleiben. Ne? Und ich will eure Weihnachtsgeschenke wissen. Alles. Egal, ob das schmutzige Weihnachtsgeschenke sind oder normale. Ich will es wissen. Also, schreibt mir in die Kommentare. Ihr wisst ja, wenn euch das Video gefallen hat, ne? Um euch wieder in Flying Uwes Worte zu sagen, Support ist kein Mord. Fand ich eigentlich einen recht passenden Spruch. Finde ich besser als, gib mir doch einen blauen Daumen hoch. Also, ihr wisst ja, liken oder disliken. Mir gefällt Bedet, Hauptsache ihr habt mein Video gesehen. Und gebt mir konstruktive Kritik dazu. In diesem Sinne, nochmal schön die Kaserne hier zu meiner Rechten. So, also in diesem Sinne, haut da rein.